Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss sagen, so schnell ging das noch nie, dass die Wünsche der liberalen Fraktion von der Kommission erfüllt wurden. Eben hat unser Fraktionsvorsitzender um eine schriftliche Unterlage gebeten, was hier im Einzelnen vorgeschlagen werden soll. Hier ist sie. Und wir haben deswegen darum gebeten, weil ich an einer Stelle, und das ist mir besonders wichtig, noch einmal mich vergewissert habe, dass ich es auch richtig verstanden habe. Hier steht drin, in den, wie ich finde, im Großen und Ganzen wirklich exzellenten, entschlossenen und weitreichenden Vorschlägen der Europäischen Kommission. Hier steht drin, deciding a sustainable solution for Greece within the euro area through an effective second adjustment program. Was heißt das? Wir brauchen ein effizientes zweites Anpassungsprogramm. Lösung für Griechenland innerhalb der Eurozone, indem wir die Schulden Griechenlands tragfähig machen. Mit anderen Worten, das ist der berühmte Haircut. Das ist die Insolvenz, wenn Sie so wollen, die Resolvenz. Das ist genau unsere Position gewesen. Dafür haben wir uns vor wenigen Wochen noch als Populisten beschimpfen lassen müssen, dass wir gesagt haben, es wird eines Schuldenschnittes bedürfen, damit Griechenland aus der Krise herauskommt. Die Kommission verbindet das richtigerweise mit robusten Implementierungs- und Überwachungsmechanismen. Und auch das ist richtig. Wir wollen Solidarität, wir wollen Griechenland in der Eurozone halten, aber wir wollen auch Solidität und wir wollen diese Solidität überwachen, denn Solidarität kann keine Einbahnstraße sein. Das ist uns absolut wichtig. Ich freue mich, dass die europäische Diskussion jetzt in diese Richtung geht. Und ich freue mich auch, dass unsere Position, die ja alle Experten längst bestätigt haben, jetzt auch im politischen Raum bestätigt wird. Meine Damen und Herren, mir wird immer ganz warm ums Herz, wenn ich die Kollegen von den Tories, lieber Timothy Kirkhope, nach starken europäischen Lösungen zur Rekapitalisierung der Banken rufen höre. Da fallen mir dann immer so Sachen ein wie nationale Souveränität und das Vereinigte Königreich und seine Sonderrolle. Aber ich freue mich ja, dass es Gelegenheiten gibt, wo dann auch London der Meinung ist, dass Europa nützlich ist. Ich würde freuen, wenn das noch öfter wäre. Und der letzte Punkt. Über die Nachrichtenagenturen läuft bereits, dass die Opposition und die Regierungsparteien der Slowakei sich geeinigt haben, dem EFSF und seiner Erweiterung zuzustimmen. Auch hierüber freue ich mich. Das Spektakel der letzten Tage zeigt ganz eindeutig, Einstimmigkeit ist ein Blockadeinstrument. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen, auch bei der Stabilisierung des Euro. Herzlichen Dank.